Aber bis jetzt wollte ich sagen, verkaufen die sich hier trotz des 1:0 relativ gut. Auf jeden Fall. Wind macht natürlich die Aufgabe, hier ein Tor zu erzielen für Hulz. Nicht einfacher dadurch, dass jetzt das 2:0 durch Markus Piosek. Gerade reden wir drüber und da ist es schon passiert. 2:0 durch Markus Piosek in der 20. Minute. Da waren wir gerade noch dabei, den VfB Hülz für seine bisher gezeigte Leistung hier zu loben. Und sie spielen ja auch nicht schlecht. Sie sind gut am Mann, attackieren aggressiv. Aber dann, ja, zwei gute Aktionen von Rot-Weiß-Aalen haben gereicht. Bisher war ja vor dem Kasten von VfB Hülz nicht viel mehr drin für Rot-Weiß-Aalen. Zwei Chancen, zwei Tore. Effektiver Fußball, wie man in der dritten Liga wahrscheinlich spielt. Ja, ganz klar, natürlich. Hat man gesehen. Ich wollte gerade eigentlich sagen, dass durch den 1:0-Rückstand von Mahl die Sache für Hülz natürlich nicht einfacher wird. Und dann fällt sofort das Tor. Also ich denke auch hinten die Abwehr, dieses Abwehrbollwerk, was uns angekündigt worden ist, ist leider nicht da, wenn ich von Seiten von Hülz sprechen soll. Und effektiv genutzt einfach von Rot-Weiß-Aalen, ganz klar. Jetzt frage ich dich mal, du hast dir viele Pokalspiele auch im DFB-Pokal schon angeschaut. Das hier ist ja der DFB-Pokal auf Verbandsebene immerhin. Ist das jetzt schon alles gegessen? Ich befürchte ja. Also ich denke, das ist eine Frage der Zeit, wann es 3:0 fällt. Und ich denke mir mal, der Drops ist gelutscht. Da müsst ihr jetzt eigentlich sagen, mindestens 2 € in die Floskelkasse. Aber das war eine andere Sendung, glaube ich. Ja. Da war jetzt die Möglichkeit für den VfB Hülz und Kara Gülmes. Hülz Mutluer auf Alpay. Und der rechts auf Tim Hellwig und der ist allein und das ist kein Abseits und der kann es jetzt machen. Und er gibt rüber auf... Ja, das verstehe wer will, warum man ihn da nicht selbst versucht. Und da hat er auf den eingewechselten Skraparas versucht abzulegen, aber aus der Position hat er doch die beste Einschussmöglichkeit, André. Also muss er selbst machen, denke ich wohl. Er ist ja auch ein Spieler, der schon das ein oder andere Tor für den VfB Hülz dann eben mal erzielt hat. Tim Hellwig, der ja auch vorher gesagt hat, wir wollen und wir können hier gewinnen. Eben hätte er das 1:2 nachlegen können. Ecke für den VfB Hülz durch Köse. Faustabwehr durch André Maczkowiak und Pio, wie ihn sein Trainer Ari van Lent nennt und auch seine Mitspieler, Pio am Ball auf Vrzogic. Aber ja, da versucht Celik zwar nachzugrätschen, aber mit unschönen Mitteln diese Szene unterbunden. Eigentlich völlig unnötig. Aber vielleicht merkt er jetzt der VfB Hülz, eben durch diese Szene, durch Tim Hellwig, dass da was drin ist, dass da was möglich ist, dass die so sicher da nun auch nicht stehen, der Drittligist hier. Oh, ein böses Foul. Da fliegt der Kara Gülmes, liegt da am Boden und da haben wir auch den Schrei gehört. Und es ist wohl Philipp Stiller gewesen, der auch die gelbe Karte, keine gelbe Karte. Nochmal Glück gehabt, hätte man sicherlich geben können. Steht aber schon wieder der Kara Gülmes. Ja, auch ein Mann für die Freistöße, den wird er jetzt, trotzdem er eben gefoult worden ist, auch ausführen. Hoch hinein und na immerhin mit dem Kopf dran, eben der Lange, wie ich schon sagte, das ist die Möglichkeit über den Evangelos Skraparas. Björn Kluff für diese Ecke treten. Oh. Ja, da war durchaus die Chance da. Weiß nicht, sah mir aus, dass Robert Flessers, der Abwehrspieler, da involviert war. Ja. Robert Flessers hat es versucht da vorne. Abstoß Tobias Ranzo. Kara Gülmes. Nein. Schlüter auf Narewski.
die Trainer beider Mannschaften seit ungefähr einem Jahr, Übungsleiter bei ihren Vereinen. Olaf Thon können wir am 1. April dazu gratulieren, dass er ein Jahr Trainer beim VfB Hüls ist. Und Ari van Lent, einen Monat später, Trainer bei Rot-Weiß Aalen. Der Verein, der ja vergangene Saison noch in der zweiten Bundesliga spielte und dann abgestiegen ist in die dritte Liga und da ja auch einige Wirren und Untiefen durchgegangen ist, vor allem Ende letzten Jahres mit der Insolvenz. Finanziell sieht es nach wie vor prekär aus, weshalb man hier natürlich weiterkommen will, um das Geld bei einer Finalteilnahme und DFB-Pokalteilnahme zu kassieren. Führt man hier. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. So, wieder ein Eckball. Nach der fünfte mittlerweile für den VfB Hüls. Köse wird ihn wieder machen. Und der kommt gar nicht so schlecht rein. Ja, da hat der Piosek sich zweimal überlegt, ob er gegen Mutlu Er da wirklich so hart einsteigt. Aber Sebastian Hille versucht es auch nochmal. VfB Hüls kann das klären. Alpay verliert aber den Ball. Ein Ballverlust nackt den nächsten. Aber dann Celik mit einem Ball auf Manuel Eckel, der hier die wunderbare Möglichkeit gehabt hätte zum 3:0. Du hast das ein bisschen anders gesehen, André. Also mein erster Eindruck war ein Elfmeter, aber der Schiedsrichter zeigt sofort weiterspielen. So gibt es einen Eckball. Hätte gut und gerne das 3:0 sein müssen. Ja, was die Eckbälle angeht, das können wir vielleicht auch mal so vermelden, führt der VfB Hüls, nämlich mit 6:5. Fünf zu vier, so rum. Ecke Kluft. Oh, das war knapp. Aber es bleibt beim 2:0 für Rot-Weiß Aalen. Markus Biosek jetzt am Ball, setzt sich gut durch auf Hille. Hille mit dem Heber, aber der war leicht zu hoch am Tor vorbei. Und abseits auch angezeigt. Und es steht kurz vor Ende der ersten Halbzeit 2:0 für Rot-Weiß Aalen, die hier mittlerweile auch das Spiel gut im Griff haben. Und keinen Zweifel daran lassen, dass sie natürlich ins Halbfinale einziehen wollen. Resümee ist, meines Erachtens ist Rot-Weiß Aalen die technisch stärkere Mannschaft, die aber hinten in der Verteidigung zu viel zulässt noch. Hüls erkämpft sich im Augenblick jeden Ball, hat im Mittelfeld auch so ein bisschen Überhand gewonnen jetzt in den letzten Minuten, spielen frei nach vorne. Ich denke, wenn man einen Anschluss noch hinbekommt, das 2:1, dann ist wieder alles offen. Also vorhin war für mich das Spiel eigentlich gelaufen. Tim Hellwig hatte ja eine gute Möglichkeit für den VfB Hüls, die er leider nicht genutzt hat. Dann hätte es ja 1:2 gestanden. Und wie du schon sagst, ich sehe das ähnlich. Hier ist noch nicht alles gelaufen. Wenn der Anschlusstreffer für den VfB Hüls fällt, dann kann ich mir vorstellen, dass dann auch vielleicht nochmal Rot-Weiß Aalen ein bisschen anfängt zu schwimmen. Wie jetzt zum Beispiel. Köse über rechts, da Fritzogic aufgepasst. Schnell am Ball. Flottmann und Situation schon wieder geklärt. Fritzogic wiederum. Pass in die Mitte auf Hille. Ja, Aalen, Wölk, langer Pass auf Eckel, gute Möglichkeit, aber da kommt der Keeper ganz weit raus, das VfB Hüls, bis zur Mittellinie am besten noch laufen, aber weiter Pass jetzt auf Skraparas und der vertändelt den Ball am 16er und er hätte doch in der Mitte wieder Tim Hellwig gestanden und ist vielleicht diesmal besser gemacht. So bleibt es dabei, André. Ganz genau, 2:0 für Rot-Weiß Aalen. Und das ist der Halbzeitpfiff hier im Versestadion in Aalen. 2:0 für Rot-Weiß Aalen im Grombacher Pokal, Viertelfinale. Und gleich nach der Halbzeit geht's weiter.